Okay, dann holen wir uns mal ein Auto. Vielleicht den da. Ach, jetzt soll er da noch singen. So, können wir denn jetzt schon die Mission machen, da? Immer noch nicht. Zwischen 20 und 6 Uhr. So, aber jetzt halt. Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Shit. Hey Holmes, you okay? Yeah, Woozy left a message say I gotta go get Jizzy's phone after he made the call. Then I can ambush the meet and take down those baller pushers from Los Santos. Hey homie, you want me to roll with you? Nah, this a one man job. I gotta stay real low key. I was thinking about welding some shit together and making me a silencer. You're fucking crazy, Holmes. You gotta get out of this ghetto mentality. So what you thinking? Let me show you. Check this out, Holmes. Here, take mine. Where'd you get that? Same place I bought my pants, Holmes. This is America. Ja, jetzt habe ich wieder eine schallgedämpfte Knarre gekriegt. So, zu Pleasure Domes Club. Zu Jizzy wieder. Okay, dann fahren wir zu dem Hobby. Den kennen wir ja, das ist da der. Ja, der Clubbesitzer. Wo wir ja schon die eine oder andere Mission gemacht haben. Moment mal, was sind das für eine Kamera? Fernsehe ich das mal lieber. Dann habe ich mehr Überblick. Und es ist schon wieder Nacht. Zudem neblig. Naja, egal. So, also wie gesagt, ist der da unten unter der Brücke, hat er seinen Club. Und da, ja, rumpeln wir wie immer in gewohnter Manier runter. Ich glaube, den Rest gehen wir einfach zu Fuß. Geht genauso. Obwohl, das ist ein Moped. Nehmen wir das damit. Denn ich glaube, es erwartet uns nur Verfolgungsjagd. Wenn ich mich nicht recht täusche. Ach, was sind die Herren da? Warten die auf uns? Jizzy doesn't want to be disturbed. Geh durch das Oberlicht, um in den Club zu gelangen. Okay, meine Herren. Geht die Luft aus, oder? Ich hoffe es doch. Nicht, dass der mit dem Auto abhaut. Bei irgendeiner Mission hat es sogar geholfen. Dann ist er nämlich auf dem Platten dahin gefahren. Und hat somit nicht schnell fahren können. So, wir rennen mal über das Gerüst dafür. Müssen wir nicht da, wie? Schon, oder?
Gut, hier unten sind wir. Schleich dich an Jizzy ran, du brauchst diese Nummer. Was denn für eine Nummer? So, kann er da? Ach, da unten sind alle. Okay. Aber ich glaube, dass uns gleich seine Wachen auf die Pelle rücken. Oder es kommt zur fetten Schießerei darin. Eins von beiden. I'm a walking book of proverbs. Nah, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know? I'm imperfect, you know, like, hey, not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but dear Lord, I tried. Nah, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass selling. Yay pushing. Piece of shit trash. Oh, Lord. What y'all waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man. Jizzy entkommt, schnapp ihn dir. Oh, haut ab, ihr Idioten. Wo geht's denn raus? Ach, das Auto, das haben wir natürlich nicht bearbeitet. Aber einen Platten hat er. Oder? Hat er einen Platten? Ich weiß nicht, ob wir einen Truffer haben. Doch, einen hat er. Denn rechts hinten. Natürlich schon mal ein Vorteil, weil ich so schnell fahren kann. Ja, jetzt haben wir die Bullen wieder im Haus. Verschwind. Also das Auto raucht schon mal. Jetzt werden wir nur ein paar Mal rammen. Kann da vielleicht ein Flamme aufgehen? Oder raucht er? Oder nicht? Trotzdem können wir es beschädigen. Die Ochsen. Er ist immer noch unterwegs. So, du hast das Handy. Hey Caesar. Hey dude, what's up? I need you to meet me at Pier 69. We gonna take down the Loco Syndicate. Okay, Holmes, you need some backup? Nah, man, I got it covered. Und es gibt $12,000. Na, das hat sich doch rendiert. Hoppala. So, Bushi, außer.
Ja, die Mission haben wir auch geschafft. Und ich bin noch überlegen, wegen den Tauchskills. Wir müssen mehr Erfahrung im Tauchen haben. Tja, wie machen wir das? Indem wir einfach im Meer rumplanschen. Aber ich glaube, es bleibt uns echt nichts übrig. Indem wir einfach mal ein paar Runden schwimmen. So Leute, dann gehen wir mal schwimmen. Damit wir es lernen. Und dann planschen wir einfach mal zu so einem Schiff um. Achso, wir tauchen müssen wir üben. Wie tauchen wir denn? So tauchen wir. Wir müssen aber die Anzeige oben im Auge behalten. Ansonsten saufen wir nämlich ab. Dann tauchen wir mal da um. Ja, ist natürlich nicht so sonderlich spannend. Aber wie gesagt, müssen wir das eben machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel wir davon brauchen. Muskeln haben wir schon gekriegt. Wir brauchen aber Lungenvolumen. Ja, einen haben wir immer noch nicht. Ist das Wasserpolizei? Haben wir immer noch nicht? Okay. Dauert ein bisschen. Oh, jetzt hat man fast abgesoffen. Also einen Punkt müssen wir wenigstens uns verdienen, damit es sich halt lohnt. Vielleicht reicht es dann auch schon. Du kannst den Atem länger anhalten. Gut, einen Punkt haben wir uns verdient. Das ist doch schon mal was. So, dann rippen wir uns mal das Auto. Das Boot. Und dann werden wir nochmal irgendwo an Land gehen und es nochmal bei Wusi probieren. Vielleicht reicht es ja schon. Ich hoffe es zumindest. Oh oh, schnell rüber da. Hey, baby girl, where you going? So, jetzt sind wir wieder beim Club von Shizzy, den es ja nicht mehr gibt.